So, ich würde sagen, willkommen zurück in Part 2 des Reviews vom Porsche Taycan Turbo S. In Part 1 haben wir uns ja so ein bisschen den Wagen mal im Detail angeschaut, Innenraum, Außen, wie sitzt es sich in dem Fahrzeug. Was aber natürlich noch fehlt, ist, wie fährt der Wagen? Und diese Frage, wie der Wagen fährt, 100 auf 200, die Beschleunigung, Autobahn, all das klären wir in diesem Video. Ich will nicht drum herum reden. Wir starten mit Part 2 vom Review des Porsche Taycan Turbo S. Viel Spaß! Bevor wir jetzt richtig ins Video starten, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht und verpasst kein neues Auto mehr, das hier auf diesem Kanal vorgestellt wird, wie eben hier dieser Porsche Taycan Turbo S, bereitgestellt heute vom Porsche Zentrum Soest. Vielen Dank dafür nochmal. Schaut mal bei denen auf dem Instagram-Profil vorbei und die sind jetzt auch ganz neu hier auf YouTube vertreten. Also werft mal einen Blick zum Porsche Zentrum Soest und da werdet ihr auch diesen schönen Taycan Turbo S. Als nächstes das Heck. Ich schaue schon drauf. Euch verwehre ich gerade noch ein wenig den Blick da drauf. Es ist wirklich wunderschön, muss ich sagen. Vielleicht sogar eins der schönsten Porsche Hacks, die es aktuell gibt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ich schwenke jetzt mal die Kamera rum. Und da würde ich sagen, erstmal ein bisschen genießen. Der Porsche Schriftzug hinter Glas, unter dem durchgezogenen Leuchtenband. Grundsätzlich die Heckleuchten in dunkelgrau gehalten. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht irgendwie irgendwelche roten Akzente, die das Design vom Taycan hier so ein bisschen kaputt machen. Außer vielleicht da unten die Reflektoren. Aber hier die Rücklampen grundsätzlich eben in grau gehalten. Ich blende schon mal ein Bild ein, wie das Ganze aussieht, wenn der Wagen eben fährt. Mit diesem durchgezogenen Leuchtenband. Aktuell verfügbar bei allen Porsche Modellen, aber hier beim Taycan Turbo S auch. Den Kofferraum öffnen wir hier unten an diesem Knopf. Und dann sehen wir hier den Kofferraum, 366 Liter Kofferraumvolumen. Hier unten haben wir dann nochmal so ein Ablagefach, wo derzeit eben das normale Kabel verstaut ist. Hinten rechts nochmal ein Fach und hier links auch nochmal ein Fach. Also ordentlich Stauvolumen hier im Porsche Taycan. Ich schließe den Kofferraum mal wieder und ich würde sagen, wir schauen uns den zweiten Kofferraum an, denn der Porsche Taycan hat eben einen Kofferraum hinten mit 366 Liter Kofferraumvolumen und auch nochmal einen Kofferraum vorne. Porsche sagt ganz schön, hinten ist der Trunk, vorne ist der Frunk, also der Front Trunk. Wir haben ja hier eben den Schlüssel und wenn wir da auf diesen Knopf drücken, die Lampen leuchten. Und dann kann ich hier ganz einfach, oder doch nicht so einfach, doch auch nochmal den Frunk öffnen. 60 Liter passen hier vorne nochmal rein, also irgendwie eine Tasche, ein Rucksack oder irgendwas anderes. Kann man auch nochmal vorne verstauen. Hier eben dann auch nochmal das Wischwasser, was man hier einfüllt. Da hinten seht ihr es. Und ansonsten ist dieses Fahrzeug von außen, würde ich mal sagen, komplett angeschaut jetzt. Wir gehen noch mal ein paar Schritte zurück und werfen gemeinsam einen Blick auf den Wagen. Also ich würde sagen, kann man genießen. Wir gehen jetzt aber noch mal in den Innenraum. So, den Schlüssel habe ich hier wie gesagt in der Hand. Ich drücke jetzt tatsächlich nichts, weil allein dadurch, dass wir hier dem Auto näher kommen, geht das Auto offen. Die Spiegel sind gerade ausgefahren und hier können wir jetzt ins Auto einsteigen. Tür zu und wir sitzen drin hier im, glaube ich, abgespaceden Auto, in dem ich bislang gesessen habe. Ich
Schwenk mal die Kamera rüber. Das meiste haben wir eigentlich schon gesehen. Nur noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich euch noch zeigen möchte. Und zwar sind das hier zum einen diese schönen goldenen Akzente hier am Lenkrad, Lüftungsdüsen, außen eben auch an den Türgriffen, hier in der Mitte bei den Cupholdern und vorne eben auch noch bei der Stoppuhr, denn dieser Wagen hat eben das Sport Chrono Paket drin. Muss ich sagen, gibt dem Auto nochmal einen wirklich einen komplett neuen Touch, sieht mega geil aus. Dann haben wir hier vorne ein kleines Taycan Logo und hier unten auch nochmal so ein Ablagefach. Das ist ganz praktisch, würde ich sagen. Und wenn wir bei der Praktikabilität bleiben, haben wir hier in der Mitte eben auch nochmal die Möglichkeit, unser Handy kabellos zu laden. Da haben wir auch nochmal zwei USB-C Steckdosen. Wenn wir das Handy hier eben über USB mit dem Auto verbinden wollen, so können wir beispielsweise Apple CarPlay oder Android Auto nutzen. Von den Platzverhältnissen, ich bin 1,95 groß, ich fühle mich hier pudelwohl. Ich habe nach oben Platz, gerade aufgrund dieses riesigen Panoramadachs. Ich habe nach vorne Platz, ich habe hier an der Seite Platz. Wie viel Platz ich auf der Rückbank habe, das schauen wir uns jetzt mal an. Hinter mich selber kann ich mich nicht setzen, deswegen setze ich mich jetzt hier hinter den Beifahrer. Den Sitz habe ich nämlich ein bisschen nach vorne gemacht. Also, Tür zu. Und ich muss sagen, wenn das Panoramadach nicht wäre, dann hätte ich hier hinten tatsächlich zu wenig Platz. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich hier, der Sitz hinten auf der Rückbank. Also ich sitze grundsätzlich ganz gut, nur mit dem Kopf ist das halt hier tatsächlich ein bisschen, ja, ein bisschen Käse, muss ich tatsächlich sagen. Ähnlich wie Macan, da habe ich auch keinen Platz hinten auf der Rückbank. Also die Kopfstützen, da komme ich gar nicht dran, da muss ich irgendwie so sitzen. Also 1,95 Meter ist tatsächlich dann ein bisschen zu groß hier für die Rückbank. Ich würde sagen, so bis 1,85 Meter, 1,90 Meter geht das aber auf jeden Fall fit. Aber eben für mich tatsächlich ein bisschen zu klein. Ich drehe die Kamera mal um, denn wir haben hier einen weiteren Display. 5,9 Zoll ist der groß. Ein Bedienfeld für Klimaeinstellung für die Rücksitze extra. Sitzheizung links und rechts und dann eben hier auch nochmal die Klimaeinstellung. Wir haben hier nochmal ein Ablagefach. Hier in der Mitte haben wir nochmal ein Ablagefach und wenn ich das jetzt hier in der Mitte auch nochmal runterziehe, haben wir hier auch nochmal zwei Cupholder. Leider keine Durchreiche in den Kofferraum, aber halb so wild. Ich würde sagen, so viel zur Rückbank. Ich würde sagen, der Blick von hier hinten geht eher nach da vorne und da setzen wir uns jetzt auch wieder hin und fahren weiter. Wir sind wieder im Auto, wir fahren wieder. Denn worüber wir jetzt endlich mal sprechen müssen, ist, wie ist das Fahrverhalten des Porsche Taycan Turbo S. 761 PS stehen ja eben auf dem Papier, genauso wie 1050 Newtonmeter. Aber das Ganze muss man ja so ein bisschen relativieren, denn das sind Daten aus der Overboost-Funktion. Das heißt 0 bis 100, Launch Control und ab dafür. Wenn der Wagen das eben macht, dann hat er 761 PS und 1050 Newtonmeter. Die hat er normal aber nicht. Normal hat der Wagen nur 625 PS. Aber auch die 625 PS reichen auf jeden Fall aus, um einen so richtig nach vorne zu peitschen. Alter Falter. 150, 170. Und dann ist halt für die ganzen anderen Beschleunigungen 100 bis 200, 80 bis 120, da liegen dann eben diese 625 PS an und da ist der Wagen dann tatsächlich genauso stark wie der Porsche Taycan Turbo. Also der Turbo und der Turbo S unterscheiden sich hierbei eben nur in der Overboost-Funktion, wo der Turbo S 761 PS an den Tag legt. Aber ansonsten liegt der Wagen hier super satt auf der Straße. Kurvengefühl ist tatsächlich 1A, also man merkt tatsächlich nicht, dass man hier 2,3 Tonnen bewegt, vielleicht so ein bisschen Beschleunigung mit diesem Sound, das ist wirklich so außerirdisch gut. Aber wir fahren beim Lenkverhalten und beim Kurvenverhalten. 51% der Kraft gehen an die Vorderachse, 49% der Kraft gehen an die Hinterachse. Das heißt, wir haben fast ein 50-50-Verhältnis. Der Wagen liegt einfach super satt in den Kurven. Tiefer Schwerpunkt aufgrund der Batterie. Zieht den Wagen nach unten, kein Übersteuern, kein Untersteuern. Grundsätzlich sogar ein super einfaches Fahren hier von dem Fahrzeug. Also ich würde sagen, den könnte theoretisch jeder fahren.
gerade im Normalmodus. Im Sportmodus geht es natürlich schon ein bisschen mehr voran, aber ich finde, sehr gut kontrollierbar das Auto. Da fährt man tatsächlich in dem ein oder anderen Verbrennungsmotorauto mit Heckantrieb, ich sag jetzt mal, gefährlicher bzw. unsicherer. Und da wir keine Polizeiverfahren an der Backe haben wollen, sind wir wieder auf dem Weg zur Autobahn, um den Wagen endlich mal komplett auszufahren. Kurvenfallen haben wir schon gesehen, ist wirklich optimal, liegt wirklich krass in der Kurve, tiefer Schwerpunkt aufgrund der Batterie, super Kurvenverhalten, geht direkt in die Kurve rein, Lenkgefühl ist 1A, kein künstlich schwergängiges Lenken, aber auch nicht so einfach. Wollen wir mal gucken, wie er geradeaus geht. 0 auf 100 in 2,8 Sekunden, 0 auf 200 in 9,8 Sekunden. Maximalgeschwindigkeit von 260 km/h, alles darüber ist dann tatsächlich ineffizient. Wahrscheinlich wird er 300 km/h auch schaffen, aber wir sind hier in einem Elektroauto und da ist natürlich die Effizienz ganz weit vorne. Wir sind jetzt hier Fahrmodus Sport, Fahrwerk machen wir mal auf Sport Plus, Fahrwerksniveau ist tief und den Sound machen wir natürlich an. Alter Falter, 150, 170, 180. Dieser Wagen ist das Nonplusultra. Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Wir sind jetzt nur in Sport gewesen. Wir gehen jetzt mal hier, nicht in Trip. Wir gehen jetzt hier Fahrmodus Sport Plus. Und hier in der Mitte sehen wir die Geschwindigkeit. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera erkennen. Kann es leider nicht größer machen. Ich habe hier schon den Powermeter oder das Powermeter an. Wir fahren hier gerade ganz entspannt 130, ich sag jetzt mal Elektroauto-Tempo. Schneller sollte man eigentlich nicht fahren, wenn man wirklich ein bisschen länger fahren möchte. Da pocht das Herz allein bei dem Gedanken daran, dieses Gaspedal gleich durchzudrücken, weil man muss es nicht mal ganz durchdrehen und der Wagen brettert nach vorne. Der brettert wirklich einfach, wie gesagt, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Und dieser Sound, also das ist ja wirklich wie von einem anderen Stern. So. Oh. Schauen wir, wie weit wir kommen. 220, 230, 240, 252, 261 Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und lange hat das jetzt auf jeden Fall nicht gedauert. Jetzt muss ich wieder stärker. Eieieiei, stärker auf die Bremse treten. Himmel, die Berge, geht dieses Fahrzeug nach vorne. Das hat man von einem anderen Auto noch nicht. Also, merkt man, dass mir die Worte gerade etwas fehlen. Also, das ist wirklich wie von einem anderen Stern. Ich wiederhole mich hier. Eieieiei. Himmel, die Berge. Aber das macht so eine Laune. Ich drücke drauf und ich weiß doch eigentlich, dass es jetzt schnell wird und 215 wieder auf dem Tacho. Das ist ein anderes Autofahren. Das ist krass. Das ist tatsächlich einfach nur krass. Hilfe. Ja, was soll man da sagen? Traumauto. Also das ist tatsächlich ein Traumauto und das scheppert dir alles im Kopf weg, was du bislang von Autos weißt. 525 PS V8, 507 PS V10, 450 PS Carrera S, das ist nichts dagegen. Das ist so ein gleichmäßiges Durchbeschleunigen mit diesem Sound. Das ist unglaublich. Das ist nicht mit anderen Autos zu vergleichen. Also das ist wirklich wie von einem anderen Stern. Das schießt sich jedes Mal wirklich hier das Lachen ins Gesicht. Jetzt gucken wir mal hier Autobahnausfahrt, wie er da liegt. Ich denke mal, der einzige Knackpunkt, den wir hier in diesem Fahrzeug haben, sind tatsächlich die Reifen, die natürlich auch so ein bisschen noch auf Effizienz gepolt sein müssen. Und da kann man jetzt keine High-Performance-Reifen draufpacken. Ich glaube, da würde man nochmal... Alter, liegt der in der Kurve. Das ist unglaublich. Mein Hals! Oh, herrlich! Ja, also, dieses Auto, ein absoluter Traumwagen. Ich habe es gerade schon gesagt.
Mir fehlen die Worte, die Beschleunigung wie von einem anderen Stern. Dieses gleichmäßige, dauerhaft, immer weiter schiebende nach vorne. Das erlebt man in anderen Autos nicht. Das ist wirklich hier und jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, ich habe jetzt 5, 6 Beschleunigungsorgien quasi durchlebt und jede war gleich. Es ist nicht, dass die Batterie nachlässt oder der Motor nicht mal durchbeschleunigt. Es ist jedes Mal dasselbe. Und was ich noch ganz geil finde, ist, es ist 2-Gang-Getriebe. Hinten, man merkt es so, wenn man bei 50 km/h fährt oder je nachdem, wie schnell man fährt, auch bei 80 km/h, dass er dann nochmal so in den zweiten Gang schaltet, um eben die Umdrehung im Elektromotor eben nochmal zu senken oder nochmal stärker durchbeschleunigen zu können. Also der Sound, den dieses in den zweiten Gang schalten hinten auch nochmal macht, unbeschreiblich, muss man tatsächlich einfach mal live erlebt haben. Kann ich ihm nur ans Herz legen, auch wenn man vielleicht gar nicht unbedingt selber fährt, allein auf dem Beifahrersitz mitzufahren, lohnt sich schon, spreche ich aus Erfahrung. Heute Morgen die erste Fahrt auf dem Beifahrersitz, die hat mich schon alleine aus dem Leben gescheppert. Und ja, das ist wirklich ein Auto wie von einem anderen Stern. Und ja, da kann ich gar nicht mehr zu sagen. Kommen wir zum Schluss noch auf die Preise zu sprechen. Wir sitzen ja hier im Taycan Turbo S, das Topmodell des Taycan. Das Einsteigermodell ist der Taycan 4S, der sich eben darin unterscheidet, dass er eine kleinere Batterie hat, eine geringere Leistung anstatt der 625 PS, die der Turbo und auch der Turbo S normal haben, hat der 4S, ich sage mal, nur 530 PS und fährt 407 Kilometer maximal, ist erhältlich ab knapp 103.000 Euro, also auch schon kein Schnapper. Darüber kommt dann eben der Taycan Turbo, auch der hat 625 PS, aber in der Overboost-Funktion hat der Turbo dann eben 680 PS und startet bei knapp 148.300 und quasi die Top-Ausstattung bzw. Top-Motorisierung vom Taycan ist eben hier der Taycan Turbo S, auch mit 625 PS normal, Overboost-Funktion hat eben 761 PS, was zu einer Reichweite von 388 bis 412 Kilometer führt. Der Turbo hat tatsächlich eine etwas größere Reichweite, 388 bis 450 Kilometer, aber gut. Dann hat man eben nicht das S, das hat man hier nur im Turbo S. Der startet dann preislich bei 180.781 Euro müssten sein. Also da muss man auf jeden Fall schon einiges hinblättern. Aber ich habe es damals schon in dem Video gesagt, als der Taycan vorgestellt wurde. Es ist auch derzeit noch eine Investition einfach in die Technologie. Sie ist noch nicht so weit. Man bezahlt viel Entwicklungskosten aktuell noch, sodass man eben diese Technologie, diese Elektromobilität auch nach vorne bringen kann, sodass man das eben auch in günstigere Modelle überführen kann. Porsche hat schon angekündigt, der neue Macan wird ein Vollelektroauto werden. Und wer weiß, welche Autos es noch alle geben wird. Ich bin mal gespannt, ob sie hier vom Taycan auch einen Sporttourismo auf den Markt bringen werden, so wie sie es beim Panamera gemacht haben. Es gibt ja so erste R-König-Bilder, die sowas vermuten lassen. Bestätigt ist nichts. Aber ich glaube, der würde auf jeden Fall auch nochmal ziemlich schick aussehen und naja, seine Käufer zumindest hier in Deutschland und Europa finden. Das soll es für dieses Video auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Der kurze Einblick zum Porsche Taycan Turbo S und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Auto hat mich total geflasht. Also ich habe schon damit gerechnet, dass der Wagen einiges an Leistung hat und ich habe es auch in vielen anderen Videos gesehen, was es für eine Beschleunigungsorgie ist, wenn man da mal richtig aufs Gas drückt. Aber gut, es ist doch nochmal was anderes, es wirklich am eigenen Leib zu erfahren und der Wagen hat ordentlich was drauf. Ich kann es also wirklich nur jedem empfehlen, selbst mal hier ans Steuer zu gehen oder zumindest auf den Beifahrersitz zu setzen, wenn der Wagen gefahren wird, weil selbst das ist schon eine Erfahrung wert. Jetzt bin ich aber mal gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr zum Taycan? Sagt ihr, das ist das Auto der Zukunft oder vielleicht doch eher nur ein Schritt in die richtige Richtung, aber eigentlich sehen die Autos in Zukunft anders aus. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Alles, was ihr zum Taycan sagen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr es positiv bewertet und einen Daumen nach oben gebt. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht und ihr verpasst kein neues Auto mehr, das hier auf dem Kanal online gestellt wird. Schaut auch mal auf meinen anderen Social Media Profilen vorbei, Instagram, TikTok, LinkedIn. Da zeige ich immer mal Insights und ein paar Behind the Scenes, wie solche Drehs hier aufgezeichnet werden und so ein paar, naja, kleine Eindrücke, die hier auf YouTube nicht zu sehen sind. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die Profile habe ich euch unten natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt.
und blende es euch hier auch nochmal ein. Aber jetzt wird es auch windig, es fängt gleich an zu regnen und ich würde sagen, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Zurückgebracht. Jetzt steht er hier. Kurzer Einblick nochmal zum Ende. Turbo S. Und ich sage immer, der kleine Bruder der 4S. Direkt an der Schnellladesäule. Und ich würde sagen, da sind sie jetzt auch richtig aufgehoben. Und jetzt ist wirklich Ende. Bis zum nächsten Video. Ciao.